So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist wieder soweit, wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Jetzt habe ich so viele Wörter verschluckt, ist gar nicht aufgefallen. Und guckt euch das mal an, was ich hier habe. Sieht das nicht genial aus? Ich habe mir gedacht, letztens habe ich gesehen, eine Dose Ravioli, pikant. Früher hat Naturin immer Ravioli gegessen in seinen Videos. Mittlerweile gibt es jetzt richtig herzhafte Mahlzeiten. Ravioli pikant, für mich sehr ansprechend, weil da halt pikant steht. Ich esse ja gerne scharfe Sachen. Die werden sicherlich jetzt nicht so scharf sein. Ich wollte die trotzdem mal probieren und habe mir dann gedacht, das Ganze kannst du doch kombinieren mit deinen Lieblingsnudeln, nämlich den Samyang Buldak Ramen. Und diese in der Too-Spicy-Variante. Die Nudeln, mit denen die Leute alle immer Challenges machen. Ich habe letztens noch die schwarze koreanische Bohnenpasten Samyang-Nudeln gemacht. Mit Kidney-Bohnen. Das war so ekelhaft. Das war so abartig. Ich werde nie wieder so eine Kombination essen. Hier kann jetzt aber wirklich nichts schief gehen. Beim letzten Mal dachte ich, so eine kleine Dose ist zu viel für eine Packung Samyang. Ich nehme lieber zwei Packungen Samyang. Hier ist es jetzt genau andersrum. Die Dose ist so viel und so groß, ist das Doppelte von den Kidneybohnen. Da zwei Packungen Samyang dazu, platze ich komplett aus allen Nähten. Also eine Packung Samyang diesmal und dazu eine Packung Ravioli pikant. Das dann mal kombinieren, gucken wie das schmeckt. Wir machen jetzt erstmal die Nudeln und sehen uns gleich wieder. So, die Nudeln packe ich wie immer natürlich in den Topf, während ich mit dem Wasserkocher einmal Wasser wärme. Diesmal habe ich den kleinen Topf, da ich ja auch nur eine Packung Nudeln habe. Das passe ich nämlich immer an. Der kleine Topf für einmal Nudeln, der große Topf für zweimal Nudeln. Dann bröckeln wir das alles hier rein. Adi kommt auch schon wieder an. Adi, was ist denn das? Sind das Samyang-Nudeln? Da? Das ist bestimmt total ungesund. Während das Wasser jetzt kocht, nehmen wir uns auch einen Teller. Und auf dem Teller möchte ich jetzt mal die Ravioli draufpacken und die in der Mikrowelle nebenbei warm machen, weil ich jetzt nicht die Herdplatte anmachen möchte. So, rieche mal. Und wie riecht's? Sehr gut, sagt er. Packen wir mal die Ravioli hier drauf. Oh mein Gott, das ist eine richtig fette Portion. Da habe ich aber Glück, dass das überhaupt noch drauf passt. Das packen wir jetzt erstmal in die Mikrowelle kurz und dann kombinieren wir alles. So, das Wasser ist fertig, kommt direkt auf die Nudeln. Haben ein bisschen zu viel Wasser gemacht, aber egal, dann schwimmen die wenigstens richtig drin. Ihr seht auch, das Wasser ist kochend heiß. Die Ravioli sind auch fertig, die Gabel ist runtergefallen. Das können wir jetzt gefühlt eine Minute lang einfach in dem kochenden Wasser lassen. Dann sind die Nudeln so, wie ich sie haben möchte. So, die Nudeln sind für mich jetzt eigentlich genau richtig. Den meisten sind die wahrscheinlich noch zu fest. Ich mag die aber immer so, wenn die richtig schön bissfest sind. Wenn du die richtig noch merkst. Normalerweise schmeiße ich alles in den Topf. Diesmal aber nicht, denn diesmal habe ich ja diese Schüssel Ravioli vorbereitet. Nachdem ich die erhitzt habe, habe ich die jetzt einfach hier reingepackt. Das lass mal kurz ein bisschen abtropfen. Dann packen wir diese Nudeln auch einfach hier oben drauf. Eine kleine Haube Samyang Nudeln. Vielleicht ein bisschen verteilt, dass das nämlich beschließt. So, und jetzt, also bedeckt, es soll es bedecken. Und jetzt kommen natürlich noch die typischen Gewürze dazu. Das heißt, einmal diese scharfe Too Spicy Soße. Oh, eigentlich müsste das gar nicht Ramses Kitchen heißen, sondern Samyang Kitchen, war ja gefühlt. Eigentlich dürfte das gar nicht Ramses Kitchen heißen, sondern Samyang Kitchen, weil wir ja gefühlt eh fast in jeder Folge irgendwas mit Samyang Nudeln machen. Zwischendurch testet man auch total sinnlose Sachen, aber vielleicht hätte ich echt mal einen Kanal machen sollen, der sich halt auf Samyang Buldak Ramen konzentriert. Da dann nur Folgen sind, wie man die einzelnen Sorten alle testet im Original und dann eben die wilden Experimente, die Samyang Pizza, der Samyang Burger, der Samyang Auflauf, der Samyang Döner oder sowas jetzt.
wenn man Ravioli mit Samyang kreuzt oder noch andere Dinge. Hier haben wir die Algen und den Sesam. Das kommt natürlich auch oben drauf. Wird hier ein bisschen verstreut. So. Sieht immer noch am besten aus, wenn ihr too spicy habt. Und das Ganze nehmen wir jetzt einfach mit hier rüber, weil hier wollen wir es ja jetzt essen. Guckt euch das an. Unten drunter die pikanten Ravioli, obendrauf die Samyang-Nudeln mit der scharfen Soße, alles in einem. Eine andere Idee wäre noch gewesen, die pikanten Ravioli zu nehmen und dann einfach Ravioli pikant featuring Mad Dog, dass man die probiert und wenn sie nicht scharf genug sind, Mad Dog Soße dran macht. Aber ich habe mich jetzt für diese Samyang-Nudel-Variante entschieden. Ich weiß nicht, ob wir das rummachen oder erstmal so probieren wollen. Ich habe schon lange nicht mehr den richtigen Too Spicy Geschmack gehabt. Das heißt, ich nehme mir hier ein paar Nudeln raus, die jetzt total in Soße getränkt sind. Oh, das breitet sich direkt schön aus. Ich möchte es aber jetzt trotzdem ein bisschen rummachen. Das Ganze vermischen, beziehungsweise wir können ja mal eine Ravioli so testen, wenn ich jetzt noch Geschmack habe. Ja, ist weich, ist matschig, schmeckt aber irgendwie gefühlt nach gar nichts. Also wirklich nur einfach ein Teigkissen, auf dem man rumkaut, ohne wirklichen Geschmack. Ohne dass da großartig was von ausgeht. Ich denke mal, die Samyang-Nudeln werden aber so stark im Geschmack sein, dass das nicht so ein Fail wird wie mit den Bohnendingern. Haben sie jetzt hier ein bisschen rumgemacht. Wir nehmen jetzt nochmal hier, ich kann immer zwei Ravioli mit einmal nehmen, vielleicht merke ich dann was. Ne, immer noch nicht. Schmeckt also so gut wie nach nichts. Das heißt, hauptsächlich wird man wohl wieder die Nudeln hier rausnaschen. Die Samyang-Nudeln. Und alles andere ist halt dann der Überbleibsel, der noch zurück ist. Das merkst du einfach, die Nudeln stechen hervor, die haben trotzdem einfach den besten Geschmack. Deswegen, was ist schon so eine 99 Cent Ravioli-Dose gegen so eine 3,50 Euro Samyang-Packung? Also da habt ihr wirklich schon was. Was sollte jetzt der Preis für den Einzelpack sein? Ich weiß, so ein 5er-Pack kostet 15 Euro. Aber da sind ja dann immer 5 drin. Mittlerweile 15 Euro vielleicht. Also da merkt ihr schon was. Die Samyang-Nudeln haben es echt in sich, schmecken einfach immer. Ja, und hier egal, egal wie viele Ravioli ich auf die Gabel mache. Das schmeckt einfach nach nichts, das schmeckt einfach nach Pappe, das geht alles flöten, was du vorher hattest. Man könnte sagen, man hat die Samyang-Nudeln schon wieder ein bisschen versaut, weil das ein bisschen an dem Geschmack trotzdem mildert. Wenn du das hinterher nimmst, dann ist die Schärfe auch gleich weg. Also, wenn euch die Too Spicy zu scharf sind, dann esst halt Ravioli dazu. Und sonst, wenn ihr die genießen wollt, lasst das weg. Das hat keinen Sinn. Die Ravioli hier auch durchgefallen. Die hätte ich, wenn ich die Dose extra probiert hätte, wahrscheinlich mit Mad Dog verfeinert. Tropfen Mad Dog dran. Aber das will ich jetzt auch nicht dranhauen. Noch zusätzlich, oder? Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt ihr noch Ideen, was man mit den Samyang-Nudeln so machen kann? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das sieht gut aus. Ich habe den ganzen Samyang-Berg und da sind mindestens zwei Ravioli mit dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.
Mua.